Mehr als 1000 fließende Gewässer gibt es in Deutschland. Vom Bächlein bis zum großen Strom. Sie alle bieten kleine Wunder der Natur. Es ist ja brillant unter den Vögeln hier. Fast alle deutschen Städte liegen an Flüssen. Unsere Geschichte spiegelt sich an ihren Ufern. Sie sind Lebensadern für den Verkehr, für Kraftwerke und für Angelfreunde. Bald habe ich die Schnauze voll, überhaupt noch an der Rhein zu gehen. Wir haben Krieg geführt um unsere Flüsse und wir haben kämpfen müssen. Gegen die großen Hochwasser unserer Zeit. Die Kinder darf mehr über den Kopf haben. Das ist unvorstellbar. Die Deutschen und ihre Flüsse. Wir wollen sie zähmen. Wir brauchen sie. Und wir lieben sie. Das Quellgebiet des Rheins. Der deutsche Fluss an sich. An seinem Oberlauf ist er ein Schweizer. Gespeist von Gletscherwasser stürzt der junge Rhein in Richtung Bodensee. Kurz vor der deutschen Grenze, der Rheinfall von Schaffhausen. Der größte Wasserfall Europas. Unüberwindbar für Schiffe und Fische, bis auf den Aal, der sich an Land nach oben schlängeln kann. In Deutschland fließt der Rhein dann gebändigt und begradigt weiter. Im Satellitenbild gut zu erkennen, neben dem heutigen Strom, die vielen Schleifen, die er einst durch die Landschaft gezogen hat, vor der großen Begradigung im 19. Jahrhundert. So wie hier im Naturschutzgebiet Taubergießen sah das Land am Oberrhein früher überall aus. Der badische Ingenieur Johann Gottfried Tuller lässt die Auen trockenlegen. Er will die Malaria bekämpfen, den Schiffsverkehr auf dem Rhein fördern und neues Ackerland gewinnen. Natürlich gab es eine Fülle von Nachteilen, die damals gegriffen haben. Das muss man sich schon als einen dramatischen Einschnitt in die Wirtschaftsweise der ansässigen Bevölkerung darstellen, denn die Leute haben großenteils vom Fischfang gelebt. Und es war klar, und es war auch Tuller sehr klar, dass das, was er vorhat, natürlich auf Kosten der Fischerei und damit auf Kosten der ortsansässigen Bevölkerung ausgetragen wird. Gewonnen haben die Bauern, verloren haben die Fischer. Die Strecke Basel-Karlsruhe wird durch die Begradigung um 80 Kilometer kürzer. Aber der Fischbestand geht dramatisch zurück. Und es entstehen neue, bis dahin unbekannte Probleme. Die Begradigung erhöht die Fließgeschwindigkeit. Der Rhein gräbt sich immer tiefer in sein Bett und senkt dadurch den Grundwasserspiegel der Umgebung. Um das zu stoppen, muss ständig Kies in den Rhein gekippt werden. Mehr als 1 Million Tonnen pro Jahr. Der Unterhalt von Europas wichtigstem Wasserweg ist teuer. Aber das lohnt sich. Denn jede Tonne Fracht, die per Schiff ans Ziel kommt, braucht nur ein Drittel der Energie, die sie per LKW brauchen würde. Aber natürlich ist Vaterrhein nicht nur ein schnöder Kostenfaktor. Er ist auch Geschichte und Kultur. Römer, Nibelungen, Wacht am Rhein. Und dann die vielen Burgen am Mittelrhein, als romantisches Echo des Mittelalters. Der Mittelrhein ist in der Tat einer der reichsten Burgenlandschaften der Welt. Allein zwischen Rüdesheim und Koblenz 40 Burgen. Aber eigentlich sind das nicht unbedingt mehr als in anderen Burgenlandschaften Deutschlands. Nur sind sie dort eben zum großen Teil verschwunden, während wir sie am Mittelrhein weiterhin sehen. Die Marxburg über Braubach ist eine der wenigen Burgen, die nie zerstört wurden. Die meisten anderen sind nach langem Verfall neu errichtet worden, im 19. Jahrhundert, auf dem Höhepunkt der Burgenbegeisterung in Deutschland. Mit den ersten Dampfschiffen verliert der Mittelrhein einen Teil seines Schreckens. Jahrhundertelang galt die Biegung an der Lorelei als gefährlichste Stelle der gesamten Rheinschifffahrt.
Ein mythischer Ort, der noch heute die Besucher in Scharen anlockt. Ganz herzlich willkommen zu einer geführten Wanderung am Rheinsteig. Wir werden heute einen Teil der Königsetappe des Rheinsteigs werden wir wandern, und zwar bis zur Lorelei. Das Mittelrheintal darf sich zum Weltkulturerbe der UNESCO zählen. Und am besten erschließt sich sein Zauber auf dem Rheinsteig, einem Wanderweg hoch oben zwischen den Reben über dem Fluss. Der Weg führt zum berühmtesten Aussichtspunkt Deutschlands. Ganz oben, auf den Felsen der Lorelei. Zum Abschluss unserer Wanderung sind wir auf dem Lorelei-Felsen. Das möchte ich natürlich nutzen, um ein klein bisschen euch den Mythos der Lorelei näher zu bringen. Wie wir vorhin schon erfahren haben, sind wir hier an einer ganz gefährlichen Engstelle. Es hat früher noch viel schlimmer ausgesehen wie heute. Wenn wir mal für uns vorstellen, ca. 30 Kilometer südlich von hier bei Bingen-Kempten ist die breiteste Stelle des ganzen schiffbaren Rheins mit 1,8 Kilometer. Und hier unter uns direkt, kurz vor der Lorelei, ist die schmälste Stelle des schiffbaren Rheins mit 120 Meter. Das Wasser, was in dieser Breite ankommt, muss hier durch. Wir haben eine fünffache Strömungsgeschwindigkeit hier. Die starke Strömung fordert noch immer Opfer. Zuletzt im Januar 2011, als zwei Besatzungsmitglieder des Tankschiffs Waldhof ertrinken, am Felsen der Lorelei. Es war aber noch was Zweites, was die Leute beunruhigt hat. Und das konnte man sich nicht erklären. Da war noch nicht nur der Rhein, der einem Angst eingejagt hat, sondern im Berg war noch irgendwas gewesen. Man wusste nur nicht was. Da war irgendjemand. Stimmen hat man gehört. Man hat auch gemeint, es bewegt sich irgendwas. Und merkwürdigerweise hat man das immer mit männlichen Wesen in Verbindung gebracht. Also Gnome, Zwerge, Kobolde, wilde, behaarte Männer. Bis ins 19. Jahrhundert ist der ganze Felsen noch männlich und heißt der Lorelei. Das könnte aus dem Mittelhochdeutschen stammen und bedeutet dann der Hinterlistige. In den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts beginnt die große Zeit der Ausflugsdampfer. Die Nachkriegsdeutschen genießen Landschaft und Romantik des Mittelrheins. Und auch manch prominenter Gast aus dem Ausland. So wie die Queen und Gatte Philipp 1965. Aber die Blüte der Ausflugsschiffe ist nur kurz. Dann kam in den 60er Jahren diese Rhein-Wein-Bus-Romantik kam da auf. War hier so Schunkelieder, Quetschkommod, warum ist es am Rhein so schön, einmal am Rhein und so weiter. Das ist ausgestorben, ich sag mal, zu Beginn der 70er Jahre, wie der globale Tourismus erschwinglich geworden ist. Heute müssen sich die Veranstalter Besonderes einfallen lassen, um Passagiere auf ihre Rheindampfer zu locken. Mindestens fünfmal im Jahr heißt es deshalb zwischen Bonn und Bingen Rhein in Flammen. Es sind die größten regelmäßigen Feuerwerke in Deutschland mit bis zu einer 500.000 Zuschauern. Umweltschützer üben Kritik und so mancher Anwohner würde vielleicht lieber schlafen. Doch immerhin können sich die Feuerwerke auf eine lange Tradition berufen. Schon 1756 wurden über dem Rhein die ersten Böller gezündet. Damals noch zu Ehren eines Kurfürsten, Johann Philipp von Walderdorf. Am Morgen danach folgt der Rhein wieder unbeeindruckt seinem Weg in Richtung Norden. Er hat schon viel gesehen. Germanische Einbäume, römische Kampfschiffe und die mit Muskelkraft stromaufwärts gezogenen Kähne des Mittelalters. Kurz vor Bonn sind Ruinen der jüngeren Vergangenheit des Rheins zu sehen. Die Pfeiler der einstigen Eisenbahnbrücke von Remagen. März 1945. Der Zweite Weltkrieg tobt mitten in Deutschland. Briten und Amerikaner sind von Westen her bis an den Rhein vorgestoßen.
Einheiten der 1. US-Armee nähern sich dem Raum Remagen. Sie stoßen kaum noch auf Widerstand der deutschen Wehrmacht. Als sie den Fluss erreichen, trauen die Amerikaner ihren Augen nicht. Die Brücke steht noch. Hitler hatte eigentlich befohlen, alle Brücken zu sprengen, um die Alliierten am Rhein aufzuhalten. Amerikanische Soldaten erobern die Brücke im Handstreich. Ein letzter Sprengversuch der Deutschen schlägt fehl. Innerhalb von 24 Stunden überqueren 8000 amerikanische Soldaten den Rhein. Hitler lässt mehrere deutsche Offiziere erschießen, die er für das Scheitern der Sprengung verantwortlich macht. 10 Tage nach ihrer Eroberung stürzt die Rheinbrücke von Remagen schließlich doch noch ein. Doch da sind schon so viele amerikanische Truppen auf dem Ostufer, dass die deutsche Niederlage ein gutes Stück näher gerückt ist. Auch nach dem Krieg ist der deutsche Weg zu Freiheit und Demokratie mit dem Rhein verbunden. Und mit einem waschechten Rheinländer. Konrad Adenauer. Der erste Bundeskanzler fährt jeden Morgen von Röndorf aus mit der Fähre über den Rhein zur Arbeit nach Bonn. Dort verfolgt er seine Ziele. Westbindung der Bundesrepublik und Aussöhnung mit Frankreich. Das war insgesamt die große Leistung Adenauers und de Gaulles, diese Erbfeinde wieder zusammenzubringen und aus dem trennenden Element, der der Rhein geworden ist, Wacht am Rhein, Stichwort, wieder das Verbindende zu machen, den Rhein als verbindendes Element zwischen diesen beiden Völkern. April 1967. Trauerfeier für Konrad Adenauer. Sein letzter Weg führt von Köln heim nach Röndorf, auf dem Rhein, der die Ader seines politischen Wirkens war. Hunderttausende nehmen Abschied. Die junge Bundesrepublik ist auch dank Adenauer von ihrem Wesen her eine rheinische Republik geworden. Dem Westen zugewandt, nicht preußisch und kriegerisch, sondern pragmatisch und katholisch. Mit dem Wiederaufbau in der Nachkriegszeit beginnt für den Rhein selbst eine schwierige Zeit. Die Deutschen denken damals zuallererst an ihre Städte und Fabriken, die sie wieder aufrichten wollen. An die Natur denken sie kaum. Hier in Duisburg, wo die Ruhr in den Rhein mündet, führt das zu hochgradiger Vergiftung. Das Ruhrgebiet Anfang der 70er Jahre. Ungefilterte Abgase am Himmel. Ungefilterte Abwässer in den Flüssen. Die meisten Kommunen und Fabriken haben damals keine Kläranlagen. Es waren auf vielen Flüssen richtige Schaumberge zu sehen. Und der Geruch, der vom Fluss ausging, war so, dass die Leute das Flussufer und die Nähe des Flusses gemieden haben. Man hat sich vom Fluss abgewandt. Man war nicht mehr dem Fluss zugewandt. Der Fluss hat nichts mehr geboten, hat keine Fische geboten, hat keine Freizeitmöglichkeit geboten. Man hat sich abgewandt und die Stadtentwicklung ging auch vom Fluss weg. Man hat das, was man nicht wollte, an den Fluss gepackt, weil es unangenehm war. Und diese Situation, die musste geändert werden. Das war eigentlich in der Bevölkerung klar. In den letzten 4 Jahrzehnten hat Deutschland mehr als 120 Milliarden Euro in die Gesundheit seiner Flüsse investiert. Heute fließen 95% unserer Abwässer durch Kläranlagen. In Deutschlands Flüssen kann man wieder baden, aus ihnen wird Trinkwasser gewonnen und die Fische können ohne Bedenken verzehrt werden. Die Forellen sind längst zurückgekehrt. Es gibt wieder kapitale Hechte. Und die empfindlichen Eschen. Sogar der Lachs ist wieder da. Im Rhein und in der Elbe.
Doch unsere heimischen Fische sind bedroht von einer neuen, für viele unheimlichen Gefahr. Sie kommt aus dem Osten. Und Deutschlands Angler haben bis heute kein Mittel gegen sie gefunden. Es sind Einwanderer aus dem Schwarzmeerraum. Sie machen sich breit im Rhein und dezimieren die einheimischen Bestände. Die Migranten tragen einen vielsagenden Namen. Mördergrundel. Schon wieder eine Grundel, die zehnte für heute. Bald habe ich die Schnauze voll, überhaupt noch an der Reihe zu gehen. Macht keinen Spaß mehr. Ich möchte sagen, dass er hauptsächlich die Leiche von den anderen Fischen frisst. Und man sieht ihn ja auch nur am Ufer, wo er überall am Schnappeln ist. Und er hat ja noch einmal das große Maul und die Zähnchen und frisst uns die Köderfisch beim Angeln auf Raubfisch ab. Die Wissenschaftler von der Bundesanstalt für Gewässerkunde sind alarmiert. Mit dem Schwimmbagger wollen sie das Rheinufer nach Spuren des gefräßigen Einwanderers untersuchen. Schon die erste Baggerschaufel bestätigt den Verdacht. Mal sehen, was für Kleintiere. Vielleicht haben wir sogar einen Fisch drin. Oh, da hinten tatsächlich, da ist einer. Aber ein gutes Exemplar, großes Exemplar, ne? Ja, muss man sagen. Ne? Also das ist eine Kesslergrundel. Die Kesslergrundel ist kein ursprünglicher Rheinfisch, gehört nicht zur ursprünglichen Fauna des Rheins, sondern ist erst seit Öffnung des Main-Donau-Kanals mit dem Schiffsverkehr in den Rhein gelangt. In die Ballasttanks von Binnenschiffen werden immer wieder auch kleine Fische angesaugt, die dann als blinde Passagiere mitreisen. So kommt die Mördergrundel an den Rhein. Oder zoologisch richtig, die Kesslergrundel. Das heißt, Einwanderungen von Tier- und Pflanzenarten, Ausbreitung von Tier- und Pflanzenarten hat es schon immer gegeben. Das Neue ist jetzt, dass sich alles in sehr viel schnellerem Maße verursacht. Die meisten Neobiota aber oder Aliens nischen sich problemlos im neuen Ökosystem ein. Die merken sie kaum. Ja? Es gibt nur wenige Arten, die dann sehr stark sich entwickeln und zu einer neuen Struktur im Gewässer führen, wie hier im Rhein durch die Grundeln. Für die Angler am Mittelrhein ist das nur ein schwacher Trost. Der Angler findet den Schwarzmeergrundel als Plage hier am Rhein, da zu 99% kein anderer Fischfang ist beim Angeln wie der Grundel, Schwarzmeergrundel. Doch noch gibt es Hoffnung. Heimische Raubfische wie Zander und Barsch machen gern Jagd auf die Einwanderer. Biologen hoffen, dass sich die Räuber dadurch bald ordentlich vermehren und die Grundeln wieder weniger werden im Rhein. Die Elbe in Hamburg. Der Fluss ist hier so breit und so tief, dass ihn auch die großen Hochseeschiffe befahren können. Für die Hansestadt bringt diese Lage über Jahrhunderte Wohlstand und Wachstum. Doch die breite Elbe birgt auch Gefahr. Immer dann, wenn von der Nordsee schwerer Sturm kommt, wenn die See das Wasser der Elbe über die Deiche drückt. So wie im Februar 1962. An mehr als 60 Stellen brechen damals in Hamburg die Deiche. Die Bewohner der Stadtteile Wilhelmsburg und Waltershof werden im Schlaf vom Elbwasser überrascht. Der Polizeifunk offenbart die Ohnmacht der Helfer. Bisher ist hier noch nichts unternommen worden. Bei unserem Eintreffen wurden in den Kolonien hier mehrere Hilferufe gehört von uns. Wir konnten jedoch nicht eingreifen, da das Wasser schon zu hoch war. Es ist zu vermuten, dass hier mehrere Menschen ums Leben gekommen sind. Mit dem Schlauchboot auf der anderen Seite schreien aber Kinder. Und da wollen wir eingreifen hier.
Der junge Hamburger Innensenator Helmut Schmidt will retten, was noch zu retten ist, und ruft die Bundeswehr zu Hilfe. Das ist eigentlich verfassungswidrig. Die Leute haben mich zunächst für verrückt gehalten, dass ich behauptete, in Hamburg würden möglicherweise 10.000 bis 15.000 Menschen noch ertrinken oder auf den Dächern erfrieren. Es war ja sehr kalt auf den Dächern ihrer Häuser. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und orkanartigem Wind steigen die Hubschrauber der Bundeswehr auf. In Hamburg heißen sie von nun an nur noch rettende Engel. Viele Helfer riskieren ihr Leben, um andere Leben zu retten. Die Bilanz der Hamburger Sturmflut: 315 Tote, 12.000 Menschen ohne Obdach, 1 Milliarde D-Mark Schaden. Die Elbdeiche werden danach um 2,50 Meter erhöht. Achtmal haben seitdem Sturmfluten den Pegel von 1962 übertroffen, ohne nennenswerte Schäden anzurichten. Der Oberlauf der Elbe in der sächsischen Schweiz. Hier hat der Fluss schon 360 Kilometer hinter sich. Allerdings unter anderem Namen. Labe heißt die Elbe in Tschechien, dort wo sie entspringt. Beide Namen stammen aus dem Indogermanischen und bedeuten weißes Wasser. Wie schon der Rhein ist auch die Elbe seit Jahrhunderten ein wichtiger Wasserweg. Vor allem für den Transport des Elbsandsteins. Mit dem witterungsbeständigen Stein werden tausende Bauten in Europa errichtet. Etwa das Kopenhagener Schloss oder das Brandenburger Tor in Berlin. Zum Transport auf der Elbe entwickeln Ingenieure im 19. Jahrhundert ein ganz besonderes Verfahren. Flussaufwärts ziehen sich die Dampfer an einer schweren Eisenkette voran. Sie ist 700 Kilometer lang und reicht von Hamburg bis Prag. Elbsandstein prägt auch die einmalige Architektur Dresdens. Im Kriege verbrannt, heute wieder aufgebaut. Florenz an der Elbe. August 2002. Über dem Mittelmeer lädt sich das Tiefdruckgebiet Ilse mit Wasser auf und nimmt Kurs in Richtung Elbe. Eine sogenannte 5B-Wetterlage, selten und gefährlich. Besonders hart trifft es das Örtchen Wesenstein an der Müglitz, einem Nebenfluss der Elbe. Im Erzgebirge hat es in wenigen Tagen mehr geregnet als sonst im ganzen Jahr. Die Müglitz ist normalerweise ein harmloses Flüsschen. Aber die Älteren in Wesenstein können sich noch erinnern an das letzte Hochwasser 1957. Auch damals nach einer 5B-Wetterlage. Doch so schlimm wie an diesem 12. August 2002 war es noch nie. Um 18 Uhr bricht das Stauwerk bei Glashütte. Wasser, Schlamm und Geröll brechen über Wesenstein herein. Ganze Häuser werden weggerissen. Bilder vom Tag der Katastrophe. Das ist unwahrscheinlich, also kann man nicht beschreiben. Es ist unvorstellbar, wie in kürzester Zeit Wassermassen alle Arbeit eines Menschen oder vieler Menschen vernichten kann. Das ist unfassbar. Lutz Henning muss damals von der Burg Wesenstein aus hilflos mit ansehen, wie der Fluss die Häuser seiner Nachbarn niederreißt.
Man hat Leute schreien hören, um Hilfe schreien hören, die auf ihren Dächern saßen. Und ja, und man hat gesehen, wie die Häuser wegbrechen langsam. Und man kann da einfach nicht helfen. Und das ist schon hart. Auch Roswitha Rewald kann ihren Nachbarn nicht helfen. Wir haben dann erst gemerkt, als wir bei uns so vor der Tür standen, dass auf einmal das erste Haus die eine Hälfte abkippte. Das waren keine 5 Minuten später, fiel die nächste Hälfte. Und unsere größte Angst war eben, ob dort noch Leute drin sind in dem Haus. Tatsächlich kann sich eine 4-köpfige Familie auf einer Hausmauer inmitten der Flut retten. Für ein Ehepaar im Unterdorf kommt jede Hilfe zu spät. Die Frau haben sie in Köttewitz unten gefunden, vorm Wehr. Die war dann dort ertrunken. Es ist wirklich grausam gewesen. Die Jahrhundertflut im Sommer 2002. An der Elbe und ihren Nebenflüssen verlieren 21 Menschen ihr Leben. Die Schäden werden auf etwa 11 Milliarden Euro geschätzt. Im kleinen Wesenstein an der Müglitz beginnen die Aufräumarbeiten. Ein Drittel der Einwohner wird sich in den nächsten Jahren ein neues Zuhause suchen. Aus Angst vor der nächsten Flut. Hier wird nichts mehr. Die Sachsen bauen ihr Dorf wieder auf. Schöner als zuvor. Mit 2,5 Millionen Euro Spenden und Hilfe vom Land. Wer herkommt, sagt, es ist alles schön geworden. Was wollt ihr denn? Das ist alles wieder fein hergerichtet. Das stimmt schon. Aber es ist nicht das, was es war. Die Menschen fehlen. Die Menschen fehlen. Der Rhein 1993, die Oder 97, die Donau 99, die Elbe 2002. Schwere Hochwasser an Deutschlands Flüssen scheinen sich zu häufen. Meteorologen erwarten einen Anstieg von Extremwetterlagen mit starkem Regen durch den Klimawandel. Schutz sollen neben höheren Deichen natürliche Überschwemmungsflächen bieten, die den Flüssen zurückgegeben werden. Das Rad der Zeit zurückdrehen. Die Einzwängung der Natur wieder lockern. Ein Milliardenprojekt für die nächsten Jahrzehnte. An der Elbe bei Hitzacker, 50 Kilometer vor Hamburg. Wo heute idyllische Natur herrscht, verlief 40 Jahre lang die innerdeutsche Grenze. Beim Versuch, durch die Elbe in die Freiheit zu schwimmen, kamen mehr als 20 Menschen ums Leben. Die tödliche Grenze zwischen den beiden Deutschlands mitten im Fluss. Für den Zustand der Elbe war ausgerechnet das ein Glücksfall. Die Situation, die für Menschen unerträglich war, dass sie von der einen Seite Deutschlands nicht auf die andere kommen konnten, die hat natürlich für Tier und Pflanzen, das muss man einfach so feststellen, Vorteile gehabt. Und auch die Tatsache, dass eben an der Elbe sehr wenig verbaut wurde, fast gar nichts, und viele Bauwerke, Wasserbauwerke zerfallen sind, ist der Natur zugute gekommen. Die DDR als ungewollte Schutzpatronin der Natur. Auch an den Nebenflüssen der Elbe. Wie hier an der Havel, wo es früher militärische Sperrgebiete gab. Hier lebt der scheueste Wasservogel Deutschlands. Man kann ihn in türkisblau, wenn er wegfliegt, und in orange, wenn er zurückkommt, beobachten. Und das ist natürlich ein Farbspiel, das ist sehr schön. Reiher, Enten und Schwäne gibt es hier viele. Wilfried Wendel aber will den Eisvogel finden.
Also ich denke, wir haben gute Chancen. Es ist früh am Morgen und der Eisvogel wird zusehen, dass er seine Familie versorgt bekommt. Und ich glaube auch die kleinen Fische, die wir jetzt an der Wasseroberfläche dann haben, auf die ist er ja scharf, die will er sich einsammeln. Ja, nee, wir müssen erst mal aufscheuchen. Da ist er. Jetzt rechts, auf dem queren Ast. Ein Eisvogel. Einer von immerhin knapp 2000, die es in Deutschland noch gibt. Nur sehen kann man sie fast nie. Es kommt ja nicht oft vor, dass man ihn in der Form so sieht. Aber wir haben jetzt gerade das Glück gehabt, ihn so zu beobachten, wie er von Ast zu Ast fliegt und auch wie er seine Beute jagt. Das ist schon ein absolutes Highlight, was man dann erleben kann. Im Mittelalter haben die Menschen mit dem Eisvogel Macht, Frieden und Wohlstand verbunden. Heute ist es einfach nur schön, diese bedrohte Tierart in freier Wildbahn beobachten zu können. An einem Fluss mitten in Deutschland. Die Donau an ihrem Oberlauf in Baden-Württemberg. Vor sich hat sie eine Reise von 2800 Kilometern bis ins Schwarze Meer. Doch dieser obere Teil der Donau wird bald verschwunden sein. Bald im Sinne von erdgeschichtlichen Zeiträumen. Von ihrer Quelle, hier im Schwarzwald, fließt die Donau knapp 40 Kilometer nach Osten. Dann verschwindet sie. Oder besser gesagt, sie versickert im Karstboden. An etwa 150 Tagen im Jahr liegt das Donauflussbett hier bei Immendingen komplett trocken. Erst wenn es länger geregnet hat, kehrt der Fluss wieder zurück in sein Bett. Ein einmaliges Naturschauspiel. Aber wohin verschwindet das Wasser der Donau, wenn das Flussbett trocken ist? Ein einfacher Test mit grüner Farbe soll es zeigen. Das gefärbte Wasser versickert im Karstboden und wird mehr als 24 Stunden brauchen, bis es wieder ans Tageslicht kommt. 180 Meter tiefer und 12 Kilometer entfernt, an der Quelle des Flüsschens Aach. Das Wasser der Aach fließt in den Bodensee und von dort in den Rhein. Geologen glauben, dass in Zukunft das ganze Wasser aus der Donauquelle über die Aach in den Rhein fließen wird. Allerdings frühestens in ein paar Jahrtausenden. Wir haben ja in geologischen Zeiträumen feststellen können, dass die Flussläufe ihre Richtung geändert haben. Der Rhein ist ja auch über die burgundische Pforte in das Rhone-System und damit ins Mittelmeer geflossen und hat erst dann später seinen Zugang zur Nordsee gefunden. Die große Donau wird es auch danach weitergeben. Allerdings muss dann wohl einer ihrer jetzigen Nebenflüsse zum neuen Quellfluss ernannt werden. In Deutschland fließt die Donau beschaulich weiter in Richtung Osten. Kurz vor Regensburg verliert sie noch einmal Wasser an den Rhein. Dort beginnt ein künstlicher Fluss, der wie kaum ein anderes Bauwerk für vergeudete Steuermilliarden steht. Peter Hupp arbeitet an einer der Schleusen des Main-Donau-Kanals. Er hätte gern mehr zu tun. Ich mache es lieber ein wenig stressiger, als wenn es ruhiger ist. Weil wenn es stressiger ist, ist man doch konzentrierter und da geht die Zeit schneller rum.
An guten Tagen schleust Peter Hupp 6 bis 8 Schiffe pro Schicht durch die Schleuse Hilpoltstein. An schlechten Tagen kein einziges. Da gibt es ja bei uns die Vorschriften, wo man lesen kann, wo man sonst dazu nicht kommt. Wir kriegen ja die Mitteilungen nicht mehr per Post, sondern alles über E-Mail. Dann hat man halt Zeit, was man sonst keine Zeit hat, dass man sich am Rechner hinsetzt und seine Post, was man vom Amt kriegt, dass man da durchliest und da bearbeiten tut. Schon während der Bauarbeiten zweifeln Experten am wirtschaftlichen Nutzen des Megaprojekts. Ein Baustopp scheint zum Greifen nahe. Aber Ministerpräsident Franz Josef Strauß sieht Bayerns Zukunft gefährdet und setzt den Weiterbau gegen alle Widerstände durch. Ein Prestigeobjekt für 4,7 Milliarden D-Mark. Eine Schiffsverbindung vom Main zur Donau, von der Nordsee zum Schwarzen Meer. Schon Karl der Große hatte davon geträumt und auch Bayerns Märchenkönig Ludwig. Um insgesamt 240 Höhenmeter zu überwinden, braucht der Main-Donau-Kanal 16 Schleusen. Und genau darin liegt das Problem. Je mehr Schleusen, umso länger die Fahrt. Die Folge ist eine Wasserstraße fast ohne Verkehr. Tendenz fallend. Nur die Instandhaltungskosten steigen. Endlich doch noch ein Frachter. Die Würzburg auf dem Weg zur Schleuse von Peter Hupp. Das Schwierige ist jetzt das, wir haben jetzt ungefähr noch 500 Meter bis zur Schleuse. Wir müssen erst einmal unsere Geschwindigkeit wegholen, dass wir langsamer werden. Stadt Würzburg für Eggersmühlen. Würzburg hört. Ihr könnt einfahren, die Kammer ist klar. Okay, alles klar, danke. 60, 30. Das Kritischste ist ja, wenn ein Schiff einfährt, dass man da genau aufpasst. Und sobald wir die sich dann richtig festgemacht haben und schleusungsbereit gemeldet haben, also braucht man nicht so konzentriert bleiben. Bis zu 4 Schleusen kann Peter Hupp fernsteuern. Das gibt es sonst nirgends auf der Welt. Eine halbe Stunde dauert die Durchfahrt. Dann geht es weiter. Bis zur nächsten Schleuse. Für den wachsenden Güterverkehr in Europa spielt der Main-Donau-Kanal nur eine unbedeutende Rolle. Große Containerschiffe auf dem Seeweg rund um den Kontinent herum sind billiger und schneller. Kann man den Kanal nicht einfach wieder stilllegen? Das wird man heute sicher nicht mehr so leicht machen können, nachdem das Bauwerk mal steht. Allerdings, wenn man ihn heute noch mal zu bauen hätte, glaube ich, dass er einer kritischen Prüfung nicht standhalten würde. Für die Natur an der Donau ist der geringe Schiffsverkehr ein Segen. Verglichen mit Elbe und Rhein hat die deutsche Donau über die letzten Jahrzehnte das sauberste Wasser vorzuweisen. Das liegt vor allem an der geringeren Industrie- und Bevölkerungsdichte in ihrem Einzugsgebiet. Und an der Qualität ihrer Nebenflüsse. Unterhalb der Zugspitze am Silvenstein darf ein deutscher Fluss noch das tun, was früher alle deutschen Flüsse konnten. Die junge Isar sucht sich hier selbst ihr Bett, formt jedes Jahr die breiten Kiesbänke neu und sorgt so für die natürliche Filterung ihres Wassers. Der Naturschützer Nico Döring möchte, dass es so wie hier auch bald wieder mitten in München aussieht. Die natürliche Isar macht hier aus das breite, flache Flussbett, nicht eingetieft. Die Flussarme können sich jeweils verzweigen, wieder zusammenführen, sich wieder verzweigen, wieder zusammenführen. Die obere Isar als Vorbild für die Renaturierung. Die Eingriffe der Menschen zurücknehmen. Einen Fluss der Natur zurückgeben. Eine Renaturierung kann sehr weit an das natürliche Leitbild herankommen, wenn man der Isar wieder in den Kies lässt, dass sie sich nicht eingräbt, wenn man das Wasser sauber hält, dass man keine Abwässer einleitet und wenn man ihr den Platz gibt, dass sie sich wieder verzweigen kann und wieder ihr Bett jeweils neu suchen kann. So wie hier unterhalb der Zugspitze
sahen früher alle Gebirgsflüsse aus. Ein Paradies. Für Wassersportler, Angler, Naturfreunde. Und inzwischen fast ausgestorben in Deutschland für die gewerbliche Flößerei. Über Jahrhunderte wurden Bäume und Menschen per Floß flussabwärts transportiert. Die Fahrt ging manchmal bis nach Wien oder Budapest. Übrig geblieben sind nur die Vergnügungsfahrten für Touristen, die in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts ihre große Blüte erleben. Die heiße Jahreszeit ist da. Die bayerische Isar fließt langsamer und das bayerische Bier fließt wieder schneller. Der alte Brauch der Floßfahrt kam zu neuen Ehren. Ein Bayer links und ein Preuße rechts und im Mittelpunkt ein Münchner Original, das vor Gemütlichkeit schäumte. Es dauerte nicht lange, da gab es die ersten Bierleichen. Aber jeder Rettungsdienst war vergeben. Heute kann man mit dem Floß an München nicht mehr vorbeifahren. Dafür aber bietet die Isar in der bayerischen Hauptstadt die belebtesten Strandabschnitte aller deutschen Flüsse. Das ist auch ein Verdienst von Menschen wie Nico Döring. Nach dem Vorbild der oberen Isar wird der Fluss in München seit 2006 zurückgebaut. So nennen das die Experten. Das Betonkorsett verschwindet und ein breites Bett bietet viel Platz für den Fluss und die Menschen. Für Nico Döring ist das noch längst nicht genug. Das hier war der erste Schritt. Jetzt kann der zweite Schritt kommen. Zum Beispiel unterhalb vom Deutschen Museum, wo noch gar nichts gemacht worden ist, wo die Isar sehr mühsam aussieht, wo es nur Mauern und Beton und Steine gibt, wo weder Mensch noch Natur einen Platz haben. Überall in München wird es nicht funktionieren mit der Renaturierung der Isar. Da, wo Gebäude und Straßen weichen müssten, haben die Naturfreunde wohl keine Chance. Und dennoch, die Deutschen haben ihre Flüsse wiederentdeckt. Über Jahrtausende waren sie Quellen des Lebens und die besten Orte für menschliche Zivilisation. Dann haben wir sie uns untertan gemacht, haben sie gezähmt, verbaut und vergiftet. Heute definieren wir unser Verhältnis neu. Der Fluss als wertvolle Lebenswelt. Auch mitten in unseren Großstädten.